Herzlich willkommen zu der nächsten Let's Play Folge von Far Cry Primal. Mein Name ist Hochnamo Rondala und ich hoffe, jeden einzelnen von euch da draußen geht es gut. Heute werden wir weitergehen und werden ins Udamland hineingehen. Ich bin gespannt. In der letzten Folge dennoch haben wir eskortiere eine Gruppe, die muss ich mal beschützen und natürlich mit zusammen mit dieser Gruppe zu dem Ziel hingehen. Auch alles top. Aber heute, wie gesagt, werden wir in einem feindlichen Gebiet hineindringen und werden uns einfach mal anschauen, was dort so abgeht. Ja, wir müssen irgendwie hier lang, aber das Problem ist, man kann nicht hier lang, weil, ja, wir sehen das schon, überall diese ganzen Pfeilspitzen von den Stücken her. Naja, Tushi, werden wir irgendwie noch einen Weg dort hineinfinden? Okay, dort ist eine Brücke, eine Steinbrücke. Und auf der Karte zeigt mir das irgendwie hier so einen Weg an. Kurios. Ah, hier. Hier ist eine Höhle. Ah, ist das cool. Guckt euch das mal an. Hier rüber. Oh, das sieht nicht gut aus. Du musst das Fauldampf-Gegengift herstellen. Okay. Sonst kommen wir gar nicht da durch, glaube ich. Können wir denn hier lang? Können wir auch nicht. Nein. Und da kommen wir wieder zurück, so. Von der Art her. Ja, toll. Gucken wir mal, was haben wir denn hier? Aha. Nahrung, Gegengift. Gegengift, Heilung, zwei Gesundheitsbalken. Okay, Leben habe ich genug. Booster entfernt alle Giftschäden und Effekte. Ausdauer stellt einen sehr kleinen Teil der Ausdauer wieder her. Essen wir mal. Udamheimat. Und jetzt laufen wir hier ganz schnell durch. Ich hoffe, das geht. Ja, wir haben es geschafft. Puh. Durchquere die Udam-Schluchten. Das hört sich echt nicht leicht an. Schluchten? Schluchten? Oh mein Gott. Zeig mir das mal. Wie tief geht es denn hier? Oh je, meine. Tushi, pass auf, dass du nicht runterfällst. Was ist das hier? Oh, das arme Tier. Gut. Überall Feinde. Greif an, Tushi. Let's go. Zeig, was du drauf hast. Nochmal, komm. Sauber. So, das nehmen wir mit. Hier hinten ist auch noch, sogar noch eine Tasche, aber ich will ungern jetzt hier runter. Weil wenn wir jetzt da runter gehen, aber da ist die Tasche. Tushi, was sollen wir machen? Ich gehe da nicht runter. Ich gehe jetzt erstmal weiter hier. Wir können die Tasche immer noch holen. So, das nehmen wir auch noch mit. Oh mein Gott, wie sieht denn das hier aus? Guckt euch das einfach mal an. Boah. Kann man da lang weit? Können wir hier wieder zurückgehen? Okay. Also man könnte wieder hoch. Ja gut, dann machen wir das jetzt mal kurz. Wir gucken mal, was in dieser Tasche drin ist. Ich hoffe mal, gute Gegenstände. Und ich... immer wieder so tralala hier, ne? Genau, hier runter müssen wir. Eine seltene Rotelch Haut. Wow, ich betone Rotelch Haut. Wow, es hat sich auf jeden Fall nicht gelohnt. Ironie. Aber hier unten, das brauchen wir, den Nordschwarzstein. Gut, gut, gut. Gehen wir weiter. Irgendwo können wir wieder hoch. Aber hier unten ist auch schön, ne? Muss man auch mal dazu sagen. Ist gar nicht so schlimm hier unten. So, wir gehen weiter. Ich weiß gar nicht, wie man wieder hochkommen kann. Naja. Ja. Oh mein Gott, der hat keinen Kopf mehr. Oh mein Gott. Oh shit, ist das ekelhaft. Oh. Oh. Mama mia, ist das ekelhaft. Ich glaube, wir gehen weiter. Was geht hier ab? Was macht denn der da oben? Am besten, wir gehen jetzt erstmal hoch. Komm, wir gehen jetzt erstmal hoch und gucken, was geht denn dort oben so ab. Also unten wissen wir immer noch nicht Bescheid, ob da was abgeht. Habe ich einfach verschossen. Aber naja.
Tushi oder Tigri ist so bescheuert und läuft vor. Alle Feinde wissen Bescheid. Ja, der Blue kommt. Ja. Aber so viele waren es auch wiederum nicht, ne? Wir gucken mal auf die große Karte. Boah, wo sind wir denn hier? Boah, das ist doch mal ein Gebiet. Hammer. Schauen wir uns das einfach mal zusammen an. Dort unten ist Tushi. Da ist auch sogar noch eine Tasche. Habe ich die Tasche nicht gefunden? Ich einfach... Ein Kotz. Ich bin einfach vorbeigelaufen. Tapirhaut. Oh. Naja, auch nichts Besonderes. War wieder mal Ironie. Tapirhaut, ey. Okay. Brauchen wir auf jeden Fall. Schreierei. Und wir sind hier. Ja, nice. Was? Was wollen die denn? Was schießt denn da? Irgendeiner schießt hier rum, Alter. Nur ich weiß noch nicht wer. Also ich glaube, wir müssen mal runter. So, da hinten ist auch noch einer. Hey, 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 stopp, stopp, stopp. Treffer, nice. War cool auf jeden Fall. Habt ihr den Schuss gesehen? Hammer, ja. Hier ist eine Tasche. Groß L schaut. Okay, fast voll. Wie auch immer, voll, fast voll. Aber wir schießen so weit immer. Der! Junge, Junge. Gut, dass der gute Mann nicht nach Verstärkung gerufen hat. Ich bin glücklich. Danke dir. Aber das ist eine geile Hütte, oder? Alter, ich will die anzünden. Momento. Geil, oh Mann. Komm, brenn, brenn, brenn. Mehr nicht. Gefällt mir. Ach, wird doch langsam. Wie sieht es denn von der Entfernung her aus? Ja, schön. Da oben müssen wir hin. Oh je, meine. Oh je, meine. Oh je, meine. Hier sind überall Vögel. Lass uns nicht ablenken, sondern wir haben ein Ziel. Wasser. Wasser. Tushi. Na, du schubst mich jetzt diesmal nicht hier rein. Nein, 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 nein. Machst du bitte nicht. Wir müssen sogar hier rüber. Gut, dann gehen wir hier lang. Hier ist auch sogar noch eine Tasche. Wieder mal. Ich glaube, das war die vierte jetzt, hier in dieser Let's Play-Folge von Far Cry Primal. Lager der Udam-Räuber. Okay. Okay. Lager der Udam-Räuber. Bin ich gespannt. Wie kommen wir jetzt am besten dorthin? Was ist das denn da? Oh mein Gott. Da ist jetzt überall feindliches Gebiet. Alter, wie sich einer trifft, ne? Hier ist so wackelt. Rennen, 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 rennen. Wir nehmen am besten einen Speer. Das sind aber viele Gegner, ne? Aber mit dem Speer würden wir das locker schaffen, oder? Ja. Ah, das war... Tushi, geh weg, Mann. Gut. Komm noch welche. Platz machen, bitte. Dankeschön. Und rutsch. Und nochmal. Oh,
hau ihn einfach mal auf die Fresse hier. Der lebt ja immer noch. Wie lange der lebt, ne? Unglaublich. So. Ich will die ganzen Speere wieder haben. Auf jeden Fall. Wie viele haben wir? 3 Stück. Egal, wir können auch welche herstellen. Ist kein Ding. Wir haben ja Gegenstände gefunden dafür. Zum Herstellen von einem Speer. Alter, die ganze Minikarte ist voll mit kleinen X'en verstreut. Aber lohnt es sich jetzt bei jedem vorbeizugucken, ob der was Gutes dabei hat? Das ist wieder mal die Frage. Das ist es, Leute. Kurios. Das ist mal die Frage, ja. Nice. Wie oft ich das heute sage, richtig cool. So, Tierhaut zweimal. Tierhaut fast voll. Gut, juckt mich nicht, ich gehe weiter. Hier linke Seite ist noch Nordschwarzstein. Den benötigen wir. Wie? Benötigen wir nicht mehr? Ja, korrekt, gut zu wissen. Ich bin voll. Das Jägertal. Wo sind wir denn hier? Also Leute, auf jeden Fall war dieser Weg bis hierhin Hammer. Durchquere die Udam-Schluchten. Das war echt Hammer. Hat auch übelst viel Spaß gemacht, also hier so lang zu laufen und dann hier so einmal rum und die ganzen Gegner. Aber jetzt, was erwartet uns denn in den nächsten Folgen? Also hier ist ein Fragezeichen, dort überall und hier ist, oha, Mamsa, Saya, Leuchtfeuer. Ich glaube dennoch, wir werden in der nächsten Folge mal das Lagerfeuer, ja, alles klar. Ich wollte sagen, Lagerfeuer. Lagerfeuer ist ja hier oben. Oha, hier ist noch eine Teichehand. Bevor wir Schluss machen, let's go. Teichehand. Ich brauche die Teichehand. Wo ist die? Links. Tushi, such. Wo müssen wir hin? Das ist aber sehr weit weg. Alter. Hier irgendwo ist die. Ey, nicht heute, dass sie noch sterben hier. Gut. Ich springe jetzt mal hier und dann. Lup. So. Hier auf der rechten Seite. Ja, wir kommen näher. Oder. Ja. Oh, wie cool ist das denn? Eine Teichhand. Ich bin echt, Leute, Ladies and Gentlemen. Ich bin echt gespannt, wie viele Teichhände wir gesammelt haben. 74 Stück von 100. Eins noch. Und dann fehlen uns nur noch. Genau. 25. Wow. Hammerhart. So, jetzt überlege ich noch eine Sache. Wir haben jetzt die Teichhand noch sogar noch geholt. Da oben ist das Lagerfeuer, wo ich das ja eben versprochen habe. Mit dem Lagerfeuer mit. Und du gehst einmal nach unten und wieder hoch, Alter. Und hier sind wieder neue Gegner. Krass. Ja. So läuft es hier in dem feindlichen Udam. Erreicht das Udam-Leuchtfeuer. Oh, er sagt mir das auch sogar noch, dass ich das Leuchtfeuer erreichen soll. Weniger Ereignis, das juckt mich nicht. Das machen wir in der nächsten Folge. Alles mit der Ruhe. Ich muss jetzt erstmal runterkommen, weil es ist ein brandheißes neues Gebiet hier. Nice. Also, wir werden auf jeden Fall, liebe Community, in der nächsten Folge Udam-Leuchtfeuer erobern. Dort hinten. Keine Ahnung, wie der Weg dort hinten hinführt oder wie das so ist. Das werden wir alles in Ruhe uns anschauen. Gibt es hier auch ein Lagerfeuer oder so? Wo sind wir denn hier? Au! Ja, wenn nicht, ne? Ja, Leute, dann sehen wir uns von hier aus Richtung Leuchtfeuer wieder in der nächsten Folge. Bleibt gesund! Haut da rein. Tschüss und bis bald. Ciao.